Ich bin in Lüneburg angekommen, im Weltkulturerbe. Aber nicht, was ihr denkt, im Deutschen, sondern im Kanadischen. Bei mir steht noch ein bisschen was auf dem Programm heute, nämlich Essen, Trinken und Kultur. You must be Ashley. Hey, welcome, Fabio. Our founding families were from Germany, France and Switzerland. They came looking to farm. That didn't work out so well for them, yeah, with their soil here. They quickly realized for food they needed to turn to the sea and learn how to fish. Fishermen, they were after Atlantic codfish. Cool. Codfish. You, oh my gosh, no, it is a codfish. It is a codfish. It even has the barbel. Yeah, so you'll see codfish all around town. That's hilarious. Here it is, Lüneburg's historic waterfront. The town responded and said, no, you can pick your house whatever color you like. And that's why they've named it UNESCO Fresco. Fresco. UNESCO Fresco. This house is affectionately known as the Wedding Cake House. You see influences from the shipyard. We have a high level of preservation here. Houses dating to the 18th century. Hier ist aus dem Lüneburghafen. Wir sind im Fish Shack and the Oyster Bar. Und da werden natürlich Meeresfrüchte verzehrt. Here you are. Wow. Six different varieties of Nova Scotian oysters. Cool. And of course the Chablis de Pear. Cool. Thank you very much, sir. Mm. Das sind jetzt Austern aus der Region. Die sind sensationell. Ich könnte davon stundenlang essen. Here we go. That looks great. Thanks for having me. No problem. I hope you have enjoy a good day. Fish Tacos mit Heilbutt. Ein Hummerbrötchen. Boah, weiter geht's. Wir haben so viel Essen, aber ich kann nicht aufhören. Das ist ein Clam Chowder, ein Muscheleintopf. Schmeckt alles so frisch. Das Essen hier mit der Aussicht, einfach unbezahlbar. Oh, leer. Die Heimat. Mr. Seymour Falk, how are you doing? Yeah, great, me too, thanks. Bei Fischerbooten steckt mein Herz noch ein bisschen höher. Ich war selber mal ein halbes Jahr auf einem Segelschiff und Segelboote oder ehemalige Segelboote, das ist schon echt cool. Ah, früher war wohl alles ein bisschen kleiner. Wir sind auf einem ganz üblichen Fischerboot. Ganz, ganz typisch für Salzfischerei gewesen. Das ist der Salzraum. Wir sind also im Bauch des Schiffes angekommen. In diesen Salzkammern lag das Salz und abwechselnd wurde immer eine Schicht mit Fischen dazwischen gelegt, um die Fische zu trocknen. Aber das ist natürlich mein liebster Teil des Schiffes, ist die Küche und der Essensraum. Und richtig spannend ist der Speiseplan. Ich muss sagen, für die 30er Jahre war das eine ziemlich ausgewogene Ernährung. Das ist ziemlich bequem. Ich bin 1,83 und ja, es könnte ein paar Zentimeter länger sein, aber das ist schon okay. Nacht. Oh. Do you have some fresh fish for me? Why is that? I'm hungry. Hier drin soll es was ganz Besonderes geben, nämlich den sogenannten Lunenburger. Ich als Hamburger kann mir das natürlich nicht entgehen lassen und werde das Ganze jetzt probieren. Das ist der Mann, der den Lunenburger erfunden hat. I wanted to have a gourmet burger on the menu that said Lunenburg. So we decided to go with the surf and turf burger. Mm. Ich bin auf dem Weg zu einer Inselgruppe genannt La Havre in der Nähe von Lunenburg. Bisschen Sport kann ich gut vertragen nach dem vielen Essen. Ein kanadisches Abenteuer wartet auf mich, nämlich Kajakfahren. Ab aufs Kajak und ein bisschen ins wilde Leben Kanadas. This is Bell's Cove right here. We'll head out to some of the islands, the Lehave Islands. Okay. You can see there are over 26 in the 1800s and early 1900s. It made sense for people to live out on the islands, okay, because it was close to the fishing grounds. Leichter wackeliger Start, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber je mehr man in Bewegung kommt, desto stabiler wird das Ganze. So straight out this way, you can see Mosier Island on a clear day. There are 8 families living there. The men would be all out fishing, and the women would take turns rowing the kids in here. The women would row back about 6 kilometers. Phew. At the end of the school day, they would row back and pick up the kids and take them home. So it's 24 kilometers a day. I could do that. Ich glaube, ich war noch nie an einem friedlicheren Ort als an diesem hier. Es ist einfach nichts um einen herum. Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Und glaubt mir, es lohnt sich auf jeden Fall auch die auszuchecken.